Lieber Dr. Brockmeier, lieber Professor Fies, lieber Carsten Krüger, ich begrüße Sie heute in den Räumen der IHK. Es hat uns ermöglicht gehabt, Herr Dr. Brockmeier, vielen Dank. Mein Name ist Gregor, ich bin heute der Moderator. Es ist für mich auch eine Premiere, Moderator bei einer Buchvorstellung zu sein. Ich werde mir Mühe geben. Premiere ist es auch für unseren Haie-Club. Herzlich willkommen. Freue ich mich natürlich, dass der Kreis am Ende doch so groß geworden ist. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei Dr. Brockmeier bedanken, in diesem wunderschönen Saal heute sein zu dürfen. Eingehen, was der Haie-Club ist, was wir machen, was wir in Zukunft vorhaben. Also wir haben uns gegründet, das ist Ende 2011 im November gewesen, zusammen mit Professor Habermann, der uns als Gast sozusagen mit seiner tatkräftigen Unterstützung beigestanden hat, sind seitdem ungefähr 30, 40, ich habe es nicht so genau im Kopf, Interessenten, Mitglieder, die sich eigentlich so grob einmal im Monat für eine Veranstaltung treffen wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen namens dem IHK, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und uns die Chance geben, Raum geben zu sein für diesen Abend und für überhaupt einen Haie-Club-Abend. Es dürfen gerne mehr werden, das sage ich jetzt schon ganz offen. Sie sind immer herzlich eingeladen, hierher zu kommen, denn meine Hoffnung ist, das sage ich gleich zu Beginn ganz offen, dass das eine Art Nukleus sein kann, etwas zu entwickeln, woran es in Halle an der Saale nach meiner festen Überzeugung ein wenig mangelt, so etwas wie eine Art harten Kern von Bürgergesellschaft zu. Die Zugehörigkeit der Stadt Halle zu Hanse, ebenfalls ein Aspekt, den man nicht deutlich genug herausstellen kann. Damit möchte ich es als Grußwort seinen Wenden haben lassen und gebe jetzt gerne an Herrn Professor Fies. Wir sind sehr gespannt. Meine Damen und Herren, Herr Treblow hat mir drei Aufgaben mitgegeben für den heutigen Abend. Erstens, ich soll Ihnen aus dem Buch etwas vorlesen. Das werde ich natürlich machen. Das zweite ist, ich soll Ihnen auch noch sagen, anhand praktischer Beispiele, was das eigentlich konkret bedeuten kann. Das will ich auch machen. Und ich will auch die dritte Vorgabe einhalten. Die dritte Vorgabe war, über alles zu reden, über Gott und die Welt. Schon vor, aber nicht über die Zeit. Und deswegen fange ich jetzt an. Vor wenigen Wochen wurde mit Joachim Gauck ein erklärter Anhänger der Freiheit zum Bundespräsidenten gewählt. Im Vorfeld dieser aus bekannten Gründen überraschend angesetzten Wahl wurde von mancher Seite aufgeregt die Frage gestellt, ob es überhaupt zulässig ist, einen Freund der Freiheit zum Bundespräsidenten zu wählen. Es stand der Vorwurf im Raum, Gauck sei als Prediger der Freiheit ein Kandidat der kalten Herzen. Er selbst hat auf solche Vorwürfe spontan reagiert, wenn ich für den Hinweis, wenn ich das so sagen darf, für mich persönlich nicht ganz überzeugend, aber er hat mit dem Hinweis spontan reagiert, immerhin für ihn gehöre doch zur Freiheit konstitutiv auch die Verantwortung hinzu. In seiner Antrittsrede als Bundespräsident gab Gauck dann aber eine qualitativ andere Antwort. Eine, wie ich meine, deutlich substanziellere. Da betont er nämlich den konstitutiven Zusammenhang zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Sinngemäß hat er gesagt, ohne Freiheit keine Gerechtigkeit und umgekehrt, ohne Gerechtigkeit keine Freiheit. Das ist ein sehr anspruchsvoller Begriff von Freiheit, weil hier von vornherein anerkannt wird, dass es Freiheit nicht von der Gesellschaft, sondern nur in der Gesellschaft geben kann und dass es deshalb auch gerechte Regeln des Zusammenlebens gibt. Wer eine solche Auffassung vertritt, kann sich auf eine ganze Reihe namhafter Denker stützen. Und damit bin ich auch schon beim eigentlichen Thema des heutigen Abends, der Denktradition des Liberalismus und insbesondere des politischen Liberalismus, der ein Kind des 20. Jahrhunderts ist, während der Liberalismus allgemein bereits im 17. Jahrhundert entsteht. Und dass er entsteht, meine Damen und Herren, das hat einen Grund, der mit unserer Region hier unmittelbar verknüpft ist. Ich erlaube mir jetzt eine längere Passage aus meinem Buch vorzulesen und darin kommt ein Begriff vor, der ein bisschen unglücklich ist, nämlich der Begriff Semantik. Sie können das umgangssprachlich mit Denke übersetzen,
Also Semantik meint die Begriffe und die Ideen und die diesen Begriffen zugrunde liegenden Denkkategorien, die gewissermaßen den sprachlichen Rahmen aufspannen, innerhalb dessen wir uns in der Öffentlichkeit politisch verständigen. Und meine erste Lesung jetzt aus diesem Büchlein geht so. Im Mittelalter hatte sich ein europäisches Zivilisationsmodell entwickelt, dessen zentrales Kennzeichen eine Kooperation von Kirche und Staat. Geherrscht wurde damals von Gottes Gnade. Die Semantik, also die Denke, die Semantik zur Legitimation politischer Herrschaft war religiöser Natur. Und deshalb wurde sie von der römischen Kirche per Deutungsmonopol gepflegt und verwaltet. Die 1517 von Wittenberg ausgehende Reformation führte jetzt unbeabsichtigterweise zu einer Kirchenspaltung, die genau dieses Deutungsmonopol in Frage stellt. Und insofern waren es von vornherein sowohl geistliche als auch weltliche Interessenkonflikte, die im entstehenden Konfessionsstreit auszutragen waren. Und in diesem Konfessionsstreit zwischen Katholiken und Protestanten sahen sich beide Seiten vor die Wahl gestellt, ob sie dem traditionellen, dem Christentum tief verwurzelten Selbstverständnis folgend an einem religiösen Dominanzstreben festhalten wollten oder nicht. Beide Parteien befanden sich damit unversehens in einem Dilemma, in dem jede Seite Gefahr lief, der anderen Seite zu unterliegen, sodass sich jede Partei gezwungen sah, um ihre eigene Existenz und Selbstbehauptung willen, der anderen Partei im Modus der Missionierung deren Berechtigung abzusprechen. Die Folge war ein Religionskonflikt, der auch mit kriegerischen Mitteln geführt wurde. Dieser Religionskonflikt bestimmte naturgemäß auch die öffentliche Wahrnehmung. Allerdings zeigte sich hier eine gewisse Einseitigkeit. Im Rückblick kann man diagnostizieren, dass den streitenden Zeitgenossen gar nicht so ganz klar war, in welcher Situation sie sich da eigentlich befanden. Ihre Selbstwahrnehmung stand unter dem alles bestimmenden Einfluss, auf einen Interessenkonflikt fixiert zu sein, also auf etwas Trennendes. Und dabei übersahen sie das verbindende Element gemeinsamer Interessen, das latent im Hintergrund vorhanden ist, auch wenn es nicht unbedingt handlungsdominant wird. Die damals vorherrschende Perspektive ist blind für eine mögliche Interessenharmonie zwischen den Konfessionen. Sie sieht nur den zum Krieg eskalierenden Konflikt und sie sieht nicht das Gemeinsame, das diesen Konflikt überwinden kann. Denn innerhalb dieser Konfliktperspektive kommen naturgemäß nur zwei Alternativen in Betracht. Sieg oder Niederlage, Seelenheil oder Seelenverdammnis. Das sind die Alternativen. Auf diese Weise entwickelt diese Semantik, diese Denke, einen konfliktverschärfenden Charakter zu. Und das Motto lautet, jenseits aller christlichen Nächstenliebe, live and let die. Ja, man kämpft bis zum Anschlag gegeneinander. Eine wichtige Folge dieser Verengung des Denkrahmens bestand darin, politische Verhandlungen zwischen den Parteien unmöglich zu machen. Solange man dachte, dass die andere Partei der Erzfeind ist, konnte man mit ihr nicht verhandeln. Ja, man durfte mit ihr nicht verhandeln. Jedes Entgegenkommen wäre ein unverzeihlicher Fehler gewesen, jeder Kompromiss ein Verrat. Und schlimmer noch, in christlichen Zeiten, jede Konzession ein Sakrileg. Aus dieser Sackgasse haben die Konfliktparteien über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht herausgefunden. Dieses Unvermögen hat allein während des 30-jährigen Krieges in Deutschland gut ein Drittel der Menschen das Leben gekostet. Auch in anderen europäischen Staaten wurden erbitterte Kriege und Bürgerkriege. Ein Ausweg fand man erst mit Hilfe der Toleranzidee. Der Durchbruch bestand darin, eine neue Frage zu stellen. Die alte Frage hatte gelautet, wer denn die richtige Religion habe. An ihre Stelle trat die sehr viel konstruktivere, neue Frage, wie man sich eine friedliche und produktive Koexistenz
unterschiedlicher Konfession, und das ist jetzt das Neue, innerhalb einer und derselben Gesellschaft vorstellen kann. Und mit dieser neuen Fragestellung öffnete die Toleranzidee das zuvor blockierte Spiel der Politik. Sie öffnete es für Initiativen zur Beendigung des Religionskrieges. Und jetzt rücken die gemeinsamen Interessen zwischen den Konfessionsparteien ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es kam zu Verhandlungen, und in diesen Verhandlungen hat man sich auf einen Frieden geeinigt. Die Toleranzidee half, eine historisch völlig neue Frage zu stellen. Zu den wegweisenden Antworten auf diese neue Frage gehörte die Trennung von Kirche und Staat. Mit der Toleranzidee verband sich aber auch die von den Traditionalisten beider Seiten als Zumutung empfundene Pflicht, die Religionszugehörigkeit der Bürger, die vorher noch als eine Frage der Staatsräson gegolten hatte, jetzt der individuellen Gewissensfreiheit zu beantworten. Insgesamt wurde das Verhältnis der Konfession umgestellt von Konkurrenz in Richtung Kooperation. Dass das eine antagonistische Kooperation ist und dass es damit heute noch Schwierigkeiten gibt, das können Sie daran ablesen, welche Probleme es beiden Seiten bis heute gelegentlich bereitet, sich ökumenisch zu verständigen. Aber trotz dieser Schwierigkeiten wird die friedliche Koexistenz im Vergleich zum Religionskrieg immer noch als wechselseitige Besserstellung gefunden. Der Erfindung und Implementierung religiöser Toleranz ist viel zu verdanken. Sie hat nicht nur die Religionskriege beendet. Weit darüber hinausgehend hat sie der damaligen Gesellschaftsformation einen enormen Modernisierungsschub verpasst. Die Gewissensfreiheit wurde zum Kern einer entstehenden Privatsphäre, alles neue Erfindungen. Die Trennung von Kirche und Staat machte es nötig, aber auch möglich, völlig neue Legitimationsmuster für politische Herrschaft durchzuspielen. Also im Klartext: Die Toleranzidee war ein wichtiger Wegbereiter für Rechtsstaat und Demokratie. Trotz dieser alles in allem segensreichen Zivilisationsfolgen war die Toleranzidee aber kein Selbstläufer. Ihr Erfolg hat sich nicht von einem Tag auf den anderen eingestellt. Vielmehr musste Jahre und sogar Jahrzehnte lang äußerst viel Mühe darauf verwendet werden, diese Idee so auszuarbeiten, bis sie ihre historische Schlüsselfunktion erfüllen konnte, nämlich die Funktion, dem Religionskrieg nach 150 Jahren Auseinandersetzung ein Ende zu bereiten. An dieser Ideenarbeit haben viele Menschen in unterschiedlichsten Rollen mitgewirkt, als Theologen, Juristen, Philosophen und auch ganz wichtig als Diplomaten. Nicht immer fällt es so schwer, eine Blockade gesellschaftlicher Lernprozesse zu überwinden. Hier hat es 150 Jahre gedauert. Insofern ist die Erfindung religiöser Toleranz ein besonders extremer und interessanter Spezialfall. Aber generell gilt, so ein grundlegender Perspektivwechsel, der sich mit der Toleranzidee verbindet, der fällt nicht vom Himmel. Solche Perspektivwechsel müssen erarbeitet werden. Und die Arbeit an diesen Begriffen dauert jetzt schon seit mehreren hundert Jahren und sie ist immer noch nicht ganz beendet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei Johann Wolfgang von Goethe kann man lesen in seinen Maximen und Reflexionen zwei Überlegungen, die hier unmittelbar einschlägig sind. Die erste lautet: Toleranz, das ist jetzt Goethe-Zitat, ja, Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Warum? Sie muss zur Anerkennung führen. Warum? Dulden heißt beleidigen. Toleranz als Dulden ist nicht das, worauf den Goethe es ankommt. Dulden heißt beleidigen. Und gleich im Anschluss heißt es dann bei ihm: wahre Liberalität ist Anerkennung. Also anerkennen, nicht dulden, sondern anerkennen. Das ist Toleranz. Soweit meine rekonstruierte Darstellung aus dem Buch. Wie der Liberalismus als Reaktion auf die Religionskämpfe im 17. Jahrhundert entstanden ist. Ich komme jetzt zum politisch führenden Denkern im 20. Jahrhundert nachlesen kann, namentlich bei John Rawls, um nur einen ganz wichtigen Autor zu nennen. Die These lautet wie folgt: Wir haben heute ein strukturell ähnliches Problem wie im 17. Jahrhundert.
Und dieses Problem erfordert eine strukturell ähnliche Lösung. Lassen Sie mich die Analogien betonen. Unser Problem heute ist nicht, dass man als Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens eine gemeinsame Religion zu benötigen glaubt. Aber unser Problem ist, dass man glaubt, als Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens gemeinsame Werte nötig zu haben. Im 17. Jahrhundert haben wir gelernt, unsere Gesellschaft einzurichten, ohne uns dabei in politischen Fragen auf den lieben Gott zu berufen. Heute müssen wir lernen, unsere Gesellschaft einzurichten, ohne uns dabei in politischen Fragen auf eine partikuläre Moral zu berufen. Als im 17. Jahrhundert die Konflikte nicht mehr beherrschbar waren, haben wir gelernt, das Toleranzprinzip anzuwenden. Nach 150 Jahren wurden uns gegenseitig die Köpfe wieder eingeschlagen. Heute müssen wir lernen, das Konsensprinzip anzuwenden, um die Konflikte der heutigen Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Im 17. Jahrhundert haben wir gelernt, metaphysikfrei zu argumentieren. Heute müssen wir lernen, in politischen Dingen werturteilsfrei zu argumentieren, um es ganz bewusst mit einem Begriff von Max Weber zu sagen. Im 17. Jahrhundert stiftete die Religion in politischen Dingen nicht mehr Frieden, sondern Unfrieden. Und ganz analog führt heute die Berufung auf Werte im politischen Raum nicht mehr zur Einigkeit, sondern zur Uneinigkeit. Die Berufung auf Werte ist heute kein Beitrag mehr zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte, sondern konstitutiver Bestandteil des Problems. Würden Werte heute noch allgemein geteilt, wäre das anders. Aber der immer weiter zunehmende Pluralismus innerhalb unserer Gesellschaft und die zunehmende Notwendigkeit, für globale Probleme auch tatsächlich globale Lösungen zu finden und zu organisieren, die lassen es immer unwahrscheinlicher werden, dass man auf dem Gebiet der Werte eine geeignete Konsensbasis finden kann. John Rawls, auf den ich eben schon mal hingewiesen habe, der spricht in diesem Zusammenhang vom Faktum des vernünftigen Pluralismus. Das ist seine Formel. Und jetzt erlauben Sie mir bitte nochmal aus dem Buch eine Passage vorzulesen, die diese Formel erläutert. Das Faktum des vernünftigen Pluralismus, Zitat, besteht in der Erkenntnis, dass es Streitfragen gibt, die sich nicht vernünftig beantworten lassen. Und die man deshalb, weil sie sich nicht mehr vernünftig beantworten lassen, am besten ganz aus der politischen Arena fernhalten sollte. Denn in dieser politischen Arena geht es um Konsensbildung. Und etwas, worüber man sich nicht mehr einigen kann, stört die Konsensbildung. Historisch lässt sich diese Erkenntnis vom Faktum des Pluralismus und vom Heraushalten dieser strittigen Fragen aus der Politik an das Ereignis der Reformation knüpfen. Die Frage, wer denn nun die richtige Religion habe, führte Katholiken und Protestanten dazu, sich wechselseitig zu bekriegen. Hatte ich Ihnen eben schon erläutert. Ein Ende der Religionskriege kam erst in Sicht, als, gestützt auf die neue Idee religiöser Toleranz, die Trennung von Kirche und Staat institutionalisiert werden konnte. Das war eine neue Idee, neue Fragestellung. Diese Toleranzidee aufgreifend und fortentwickelnd schließt Rawls auch jene Elemente, jetzt nicht nur der religiösen Lebensführung, sondern auch der moralischen Lebensführung, aus der Sphäre des Politischen aus, weil darüber heutzutage keine Einigkeit mehr herzustellen ist. Für ihn gilt der Liberalismus als die Philosophie der westlichen Zivilisation erst dadurch zum politischen Liberalismus, und das ist jetzt ein Terminus technicus, das ist ein Fachwort, politischer Liberalismus. Der Liberalismus wird zum politischen Liberalismus erst dadurch, dass er sich aller wertstrittigen Fragen der privaten Lebensführung enthält, und sich ganz auf jene Verfassungsprinzipien für das gesellschaftliche Zusammenleben konzentriert, über die man überhaupt Konsens herstellen kann. Der problematische Satz zu diesem Verständnis des politischen Liberalismus bei John Rawls lautet: Political Liberalism applies the principle of toleration to philosophy itself. Der politische Liberalismus wendet das Prinzip der Toleranz auf die Moralphilosophie und auf die Fragen der Moral an. Rawls bringt damit zum Ausdruck, dass er den Toleranzgedanken
von religiösen Streitfragen auf moralische Streitfragen der individuellen Lebensführung ausgedehnt sehen will. Und an anderer Stelle im Buch führe ich das weiter aus, dort schreibe ich, der politische Liberalismus im Sinne von John Rawls trägt dem systematisch Rechnung, indem er weltanschaulich umstrittene Fragen der Religion und der Moral sorgsam vermeidet und sich ganz auf den Regelungsbedarf für das zwischenmenschliche Zusammenleben zu konzentrieren, über den ein Konsens vergleichsweise leicht hergestellt werden kann. Und die Stoßrichtung, die argumentative Stoßrichtung dieser Art von politischem Liberalismus, die findet man nicht erst bei John Rawls, sondern schon bei einem Denker, der Sie vielleicht interessieren wird, nämlich unter anderem deshalb, weil er der akademische Lehrer von Hayek war, Ludwig von Mises. Der schreibt schon 1927 in einem Buch, das zitiere ich Ihnen jetzt, Mises Zitat, wir Liberalen behaupten nicht, dass Gott oder die Natur alle Menschen zur Freiheit bestimmt hätte. Jetzt kommt die Begründung. Schon darum nicht, weil wir über die Absichten Gottes und der Natur nicht unterrichtet sind. Und es grundsätzlich vermeiden, Gott und die Natur in den Streit um irdische Dinge hereinzuziehen. Soweit Zitat Mises, und das ist auch das Ende der Passage, die ich Ihnen vorlesen wollte. Zunächst, meine Damen und Herren, bisher habe ich Ihnen gezeigt, dass der politische Liberalismus die These vertritt, dass wir heute die Berufung auf gemeinsame Werte genauso zu den Akten legen müssen, wie wir im 17. Jahrhundert langsam begonnen haben zu lernen, die Berufung auf eine gemeinsame Religion zu den Akten zu legen. Jedenfalls dann, wenn es darum geht, im politischen Diskurs eine Verständigungsbasis zu formulieren, die uns hilft, Einigkeit darüber herzustellen, nach welchen Regeln wir unsere Gesellschaft organisieren wollen, wie wir unser Zusammenleben institutionalisieren. Spätestens jetzt ist es aber höchste Zeit, auf ein Missverständnis hinzuweisen, das sehr leicht den Blick darauf verstellen kann, worum es hier im Liberalismus und beim politischen Liberalismus im Kern eigentlich geht. Es wäre grundfalsch, obwohl es natürlich passiert ist, den Liberalismus des 17. Jahrhunderts mit Atheismus gleichzusetzen. Und ebenso grundfalsch wäre es, obwohl es natürlich passieren wird, und auch schon passiert ist, den politischen Liberalismus als amoralisch oder im buchstäblichen Sinn ohne Werte deshalb wertlos zu qualifizieren oder zu disqualifizieren. Lassen Sie mich auch hier die Analogien hervorheben. Der Liberalismus des 17. Jahrhunderts ist nicht religionsfeindlich und er ist auch nicht gottlos. Vielmehr sieht er die Möglichkeit vor, der Religion einen durchaus immensen Stellenwert für die private Lebensführung einzubauen. Der Liberalismus des 17. Jahrhunderts zieht lediglich die Quintessenz aus der Erkenntnis, dass das christliche Abendland nach dem Faktum der Reformation seine politische Einheit nicht konfessionell, nicht in der Form eines Glaubensbekenntnisses formulieren kann. Und analog gilt, der politische Liberalismus ist nicht moralfeindlich oder wertlos, vielmehr sieht er die Möglichkeit vor, der partikulären Moral einen durchaus immensen Stellenwert für die private Lebensführung einzubauen. Der politische Liberalismus zieht lediglich die Quintessenz aus der Erkenntnis, dass die moderne Weltgesellschaft nach dem Faktum des Pluralismus ihre Einheit nicht konfessorisch, also nicht in Form eines Wertebekenntnisses formulieren kann. So, und jetzt bin ich Ihnen noch die Auskunft schuldig, was denn an die Stelle dieses brüchigen Wertekonsenses treten kann. Und die Auskunft gibt der Titel meines Buches, der lautet Regelkonsens statt Wertekonsens. Und auch dazu lese ich Ihnen jetzt eine kleine Passage aus dem Buch vor. Zitat: Wir wenden uns nun der Frage zu, was die moderne Gesellschaft zusammenhält. Worin genau besteht der soziale Kitt unseres Zusammenlebens, der Cement of Society? Was verbirgt die Stabilität unserer Gesellschaft? Die öffentliche Diskussion, aber auch die wissenschaftliche Literatur bieten zwei sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Der ersten Antwortoption zufolge basiert die Gesellschaft auf einem Wertekonsens. Diese Auffassung ist sehr populär. Man begegnet ihr beispielsweise, wenn Politiker die Europäische Union
als Wertegemeinschaft beschwören. Der zweiten Option zufolge basiert die Gesellschaft und insbesondere die moderne Weltgesellschaft, wenn wir an den Globus denken, der hier bereits in den Rundbögen schon angedeutet ist. Der zweiten Option zufolge basiert die moderne Weltgesellschaft nicht auf einem Wertekonsens, sondern auf einem Regelkonsens. Die Auffassung ist sehr viel weniger populär, aber man kann ihr durchaus begegnen. Beispielsweise dort, wo von Verfassungspatriotismus die Rede ist. Oder wo die Europäische Union nicht als Wertegemeinschaft, sondern als Rechtsgemeinschaft charakterisiert wird. Als ein Staatenverbund, der durch gemeinsame Prinzipien, Regeln zusammengehalten wird. Ich lese weiter vor aus dem Buch. Wenn man sich jetzt über die unterschiedliche Qualität der beiden Antwortoptionen Klarheit verschaffen will, dann empfiehlt es sich, folgenden Lackmustest zu machen. Man lege sich einfach die Frage vor, wie das Faktum des Pluralismus auf den jeweiligen Konsens wirkt. Und jetzt diskutiert die beiden Alternativen. Vertritt man die Position, dass ein Wertekonsens die Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts bietet, so lässt ein zunehmender Pluralismus oder synonym ein zunehmender Individualismus die Schnittmenge der gemeinsamen Werte immer weiter zusammenschrumpfen. Und deshalb muss dieser Pluralismus, der den Wertekonsens gefährdet, als Gefährdung der gesellschaftlichen Kooperation eingestuft und dann letzten Endes auch bekämpft werden. Wie sieht es aus mit der Alternative? Vertritt man die Position, dass nicht ein Wertekonsens, sondern vielmehr ein Regelkonsens die Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts bietet, dann lässt ein zunehmender Pluralismus oder Individualismus diesen Regelkonsens verlässlicher und belastbarer werden. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens steigen, wenn die Bevölkerung immer heterogener wird, die Tauschvorteile im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und zweitens wird es angesichts immer unterschiedlicherer Zielvorstellungen für die Bürger immer wichtiger, dass sie sich in Form von Regeln auf die Mittelbegrenzung einigen, die es ihnen erlauben, ihre individuellen Ziele wirksam verfolgen zu können. Stellen Sie sich das vor wie bei einer Straßenverkehrsordnung. Straßenverkehrsordnung nach dem Muster Wertekonsens heißt, alle müssen sich darauf einigen, auf einen Punkt. Gemeinsames Ziel einführen. Eine Straßenverkehrsordnung macht erst dann Sinn, weil sie jedem erlaubt, sein eigenes Ziel zu verfolgen. Und dann ist es sehr rational für jeden Einzelnen, dass wir uns auf einem Recht zu kommen. Und diese Regeln kann man anerkennen, denen kann man seine Zustimmung geben, weil die hilfreich sind, um an sein eigenes Ziel zu kommen. Regelkonsens. Ich lese jetzt weiter. Aus der Warte des Wertekonsenses muss Pluralismus als gesellschaftlich desaströs, katastrophal wahrgenommen werden. Aus der Perspektive des Regelkonsenses kann Pluralismus als gesellschaftlich funktional wahrgenommen und dann auch so gestaltet werden. Für die Probleme der modernen Gesellschaft und das Recht der Weltgesellschaft kommen geeignete Lösungen überhaupt erst dann ins Blickfeld, wenn man nicht nach einem Wertekonsens Ausschau hält, sondern nach einem Regelkonsens. Aus meiner Sicht ist das die eigentliche Kernbotschaft des politischen Liberalismus. Soweit mein Zitat. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt bisher sehr viele theoretische Überlegungen zugemutet. Lassen Sie mich jetzt versuchen, mit Hilfe von ein paar Beispielen der zweiten Aufgabe nachzukommen, die Herr Trebler mir aufgegeben hat. Ich diskutiere jetzt 6 Beispiele und versuche Ihnen konkret zu zeigen, was das für die Praxis bedeutet. Erstes Beispiel. Wer glaubt, die Europäische Union sei eine Wertegemeinschaft oder gar eine christliche Wertegemeinschaft, der hat damit bereits eine abschlägige Antwort auf die Frage präjudiziert, ob die Türkei mit ihren offenkundig andersartigen Werten zukünftig als Mitglied aufgenommen werden darf. Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch, ich will jetzt gar nicht inhaltlich zur Sache für oder gegen eine Aufnahme der Türkei als EU-Mitglied argumentieren. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, dass diese Frage überhaupt nicht mehr vernünftig entschieden werden kann, weil sie bereits durch den Denkrahmen, das Paradigma, vorentschieden ist, sofern man dem Glauben anhängt, es sei ein bestimmter Wertekonsens, der EU zusammenhält. Pro und Contra vernünftig abwägen kann man nur dann,
Wenn man sich auf die Suche nach einem Regelkonsens macht und fragt dann beispielsweise, ob die Türkei zum europäischen Verfassungsmodell passt. Andernfalls werden die relevanten Fragen gar nicht mehr bewusst gestellt, sondern sind bereits unbewusst und damit auch intellektuell unkontrolliert vorentschieden. Und wir alle wissen, Vorurteile können leicht Fehlurteilen den Weg weisen. Zweites Beispiel. Wer glaubt, unsere Gesellschaft werde durch einen Wertekonsens zusammengehalten, wird dazu neigen, gesellschaftliche Krisen auf einen Werteverfall zurückzuführen. Genau das ist bei der letzten Finanzkrise, der Bankenkrise, auch tatsächlich passiert. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und formuliere bewusst provoziert. Die mittlerweile über Jahre hinweg, bis zum heutigen Tag, quer durch alle Medien, auch die als seriös geltende Zeitungen und Zeitschriften, Hörfunksender und Fernsehanstalten, massenmedial und das Volk gebrachte Botschaft, für die Finanzkrise der Banken sei die vermeintliche Gier der Manager verantwortlich, ist genau genommen das exakte Gegenteil von Aufklärung. Es handelt sich nämlich um Volksverdummung im großen Stil. Normalerweise beobachtet man so etwas als Propagandaphänomen nur in Kriegszeiten. Nämlich dann, wenn eine Regierung die Medien gleichschaltet und bestimmte Botschaften und das Volk zu bringen. Auch hier, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Und ich bin durchaus nicht der Meinung, dass dieses Desaster medialer Berichterstattung von irgendwelchen Hintermännern mit dunkler Absicht angeordnet worden wäre. Ganz im Gegenteil. Unsere Medienlandschaft ist durchaus pluralistisch verfasst, aber das ist gerade das, worauf ich hinweisen will. Dass sie dennoch unisono die Meinung der zuständigen Fachleute souverän ignorieren, bis auf den heutigen Tag, immer wieder die falsche Diagnose kolportiert. Das führt nicht auf eine Konspiration, sondern auf einen Mangel an Inspiration zurück. Die Misere ist semantisch von der Denke her vorprogrammiert. Der medialen Verirrung liegt eine intellektuelle Verwirrung zugrunde. Wenn die Diagnose auf charakterliche Defizite und Wertversagen zugeschrieben wird, anstatt auf institutionelle Defizite und Regulierungsversagen. Für das tatsächlich zu beklagende, ich beklage das ja auch, für das tatsächlich zu beklagende Fehlverhalten vom Manager waren Fehlanreize verantwortlich. Und diese Fehlanreize kann man durch eine institutionelle Reform in den Griff bekommen. Lassen Sie mich noch einen Aspekt hinzufügen, den ich für wichtig halte. Wer eine falsche Diagnose stellt, läuft Gefahr, die Option für eine geeignete Therapie aus dem Weg zu verlieren. Und das heißt im Klartext, für eine nachhaltige Lösung der Finanzkrise benötigen wir vor allen Dingen zwei Dinge. Erstens, eine Insolvenzordnung, auch für solche Banken, die derzeit als too big to fail gelten, von denen systemische Risiken ausgehen. Die müssen insolvent liefern, brauchen wir eine neue Ordnung, Regeln. Und zweitens, wir brauchen auf breiter Front eine Rekapitalisierung der Banken, damit ihre derzeit immer noch besorgniserregende Krisenanfälligkeit abnimmt. Aber, und das ist mein Punkt, beides wird als Therapie erschwert, wird be- oder gar verhindert, solange als Diagnose ausgegeben wird, die vermeintliche Gier der Banker sei für das Problem verantwortlich. Drittes Beispiel. In den letzten Jahren haben wir erlebt, wie die Finanzkrise der Banken überging in eine Krise der Staatsschulden. Und wer geneigt ist, auch dies auf einen Werteverfall zurückzuführen, der hatte zwei Möglichkeiten. Entweder tendiert er dazu, die europäischen Südländer, weil die mit Geld nun mal nicht umgehen können, aus der Union auszuschließen, siehe Griechenland. Oder aber, zweite Option, das kann man an der Behandlung Deutschlands durch die europäischen Mitgliedsländer ablesen, er wird dazu tendieren, eine Besinnung auf die Werte einer Friedensunion anzumahnen und eine entsprechend großzügige Zahlungsbereitschaft einzufordern. Was ich damit sagen will, ist, setzt man auf einen Wertekonsens, dann hat man hier nur die Wahl zwischen Not und Elend, zwischen Pest und Cholera. Ich glaube aber nicht, dass das unser Schicksal ist. Man kann doch auch mal eine intelligente Frage stellen. Also zum Beispiel, wie steht es um die Suche nach einem Regelkonsens. Lassen Sie mich das konkret machen. Nicht nur Griechenland
Spanien und Italien haben in den letzten Jahren den Weg in den Schuldenstaat beschritten, sondern auch Frankreich und Deutschland. Das nicht zu knapp. Jede Demokratie unterliegt dieser Gefahr. Jede Demokratie, nicht nur Südamerika. Und das hat einen systematischen Grund. Und dieser systematische Grund, das ist als Wirtschaftsethiker mein Spezialgebiet, hat etwas zu tun mit dem Grad ökonomischer Aufklärung in der Bevölkerung. Solange es bei den Bürgern populärer ist, im staatlichen Budget eher die Ausgaben als die Einnahmen zu erhöhen, können Politiker und Parteien keinen Wahlkampf gewinnen, wenn sie mit einem Programm zur Konsolidierung der Staatsfinanzen antreten. Das ist die eigentliche Ursache für das Problem. Eine in der Verfassung verankerte Schuldenbremse kann diese ökonomische Aufklärung nicht ersetzen, aber sie kann doch der Erkenntnis wirksam zur Geltung verhelfen, dass wir als Bürger uns wechselseitig kollektiv ins Knie schießen, dass wir uns selbst schädigen, wenn wir die Politiker und Parteien in einen Überbietungswettbewerb zum Deficit Spending hineintreiben. Und das ist natürlich ein Deficit Spending, das wissen wir jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, dass allen keynesianischen Illusionen zum Trotz konjunkturzyklusübergreifend Schulden macht und insofern uns in eine strukturelle Staatsverschuldung hineinführt, die gelegentlich, siehe Griechenland, eben auch zu einer Überschuldung des Staates führen kann. Ohne institutionelle Vorkehrungen, über die ein Regelkonsens herzustellen ist, fahren wir sehenden Auges den Staat gegen die Wand und erleben auf breiter Front Democracy in Deficit. So der Buchtitel des Nobelpreisträgers James Buchanan aus dem Jahr 1977. Das ist jetzt alles nicht neu, das ist alles seit langer Zeit wissenschaftlich sehr seriös durchanalysiert. Democracy in Deficit. Die Demokratie hat einen Tendenz, sich selbst vor die Wand zu fahren mit Überschuldung, wenn wir den Politikprozess nicht besser regeln. Viertes Beispiel. Ja, ist schon angesprochen worden. Wie gehen wir mit Skandalen um? Welche Kultur der Skandalisierung, das ist der Vortrag, vielleicht wollen wir den Punkt geben, ja. Welche Kultur der Skandalisierung entwickelt eine Gesellschaft? Anhänger eines Wertekonsenses neigen dazu, die Bestrafung der Person in den Vordergrund zu stellen, an deren Fehlverhalten man Anstoß nimmt. Warum nimmt man Anstoß? Weil sie mit diesem Fehlverhalten zum Werteverfall beigetragen hat und dafür dann bestraft werden soll. Wenn Sie Wertekonsens im Kopf haben, dann heißt Skandalisierung, dass die Reaktion vergangenheitsorientiert und personenfixiert ist. Ganz anders liegt der Sachverhalt, wenn man die Idee eines Regelkonsenses zugrunde legt. Hier wird zwar auch Anstoß genommen, aber eben im buchstäblichen Sinne Anstoß. Es setzt etwas in Bewegung. Man nutzt den Skandal als Impuls für einen gesellschaftlichen Lernprozess, in dem es nicht ausschließlich darum geht, eine bestimmte Person vergangenheitsorientiert zu bestrafen, sondern vielmehr darum, institutionelle Reformen vorzunehmen, damit ein individuelles Fehlverhalten zukunftsorientiert unwahrscheinlich wird. Das ist eine andere Perspektive. Nicht der Werteverstoß, sondern die prophylaktische Wirkung einer Regelreform und damit eine konstruktive Weiterentwicklung, zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres gesellschaftlichen Institutionensystems steht dann im Fokus der Aufmerksamkeit. Sie sehen, die Kanalisierungswirkung moralischer Entrüstung ist in beiden Fällen extrem unterschiedlich, sodass gerade im Hinblick auf die gesellschaftlich praktizierte Kultur der Skandalisierung es einen großen Unterschied macht, ob man auf Wertekonsens setzt oder stattdessen auf Regelkonsens. Zwei Beispiele habe ich noch. Fünftes Beispiel. Nationalstaaten sind aus Gemeinschaften entstandene Gesellschaften. Denken Sie an die Familie, das Dorf, den Stamm. Oder denken Sie daran, dass den Bezeichnungen vieler Bundesländer heute immer noch zu entnehmen ist, wer sich hier im Zuge der Völkerwanderung wo niedergelassen hat. Bayern, Sachsen, Westfalen. Diese Gemeinschaften haben zahlreiche Gemeinsamkeiten, historisch. Sie haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Tradition, gemeinsame Bräuche und Sitten, eine gemeinsame Sprache oder im Süddeutschen eher einen gemeinsamen Dialekt. Eine gemeinsame Kultur,
in vielen Fällen eine gemeinsame Religion und ein gemeinsames Territorium. Sie verfügen über gemeinsame Erfahrungen, über ein gemeinsames Hintergrundverständnis und über eine gemeinsame Identität. Es handelt sich um historisch über lange Zeitperioden hinweg kontinuierte Schicksalsgemeinschaften, die, das leugne ich nicht, durchaus auch gemeinsame Werte ausgebildet haben und diesen Gemeinschaftswerten zum Teil auch noch als Gesellschaft anhängen. Obwohl bereits hier auf der nationalen Ebene das Faktum des Pluralismus unhintergehbar ist. Aber, und das ist mein Argument, um wie viel radikaler gilt das, dieses Faktum des Pluralismus, für die Weltgesellschaft? Auf der Ebene der Weltgesellschaft gibt es keine gemeinsame Sprache. Es gibt keine gemeinsame Kultur. Und insbesondere gibt es keine Gemeinsamkeit stiftende Geschichte. Keine Gemeinsamkeit stiftende Geschichte zwischen den Menschen verschiedener Hautfarbe, verschiedener Kontinente. In vielen Fällen wird die Geschichte eher in den Kategorien von Tätern und Opfern wahrgenommen. Und das heißt, sie verbindet nicht, sondern sie trennt. Denken Sie beispielsweise an die Geschichte der modernen Sklaverei oder an das historische Ausgreifen europäischer Besitzansprüche auf außereuropäisches Territorium seit ungefähr 500 Jahren. Lassen Sie mich auch das zur These zuspitzen, ganz radikal. Es gibt keine vorgängige Wertegemeinschaft auf globaler Ebene. Die Menschheit ist kein Volk und sie ist erst recht keine Familie. Die für ein friedliches und produktives Zusammenleben erforderliche Gemeinsamkeit, die finden wir nicht vergangenheitsorientiert durch die Suche nach einem Wertekonsens, den gibt es nicht. Sondern die finden wir, wenn überhaupt, nur zukunftsorientiert durch die Suche nach einem Regelkonsens. Nach einem Regelkonsens durch die Suche nach gemeinsamen Interessen an institutionellen Lösungen für gemeinsame Probleme. Und gemeinsame Probleme haben wir zu hoffen. Angefangen vom globalen Umweltschutz und Klimawandel bis hin zur Welthandelsordnung und zu den Governance-Mechanismen für die Herstellung des Weltfriedens, Stichwort Terrorismus, Fake States und so weiter. Sechstes Beispiel. Jetzt habe ich über die Weltgesellschaft gesprochen. Lassen Sie uns mal die Perspektive umdrehen. Betrachten wir nicht die Weltgesellschaft mit über 7 Milliarden Menschen, sondern betrachten wir genau das entgegengesetzte Ende des Spektrums, die intime Zweierbeziehung. Stellen Sie sich zwei Liebende vor, die eine eheliche Partnerschaft eingehen. Ob es sich um eine heterosexuelle oder um eine homosexuelle Partnerschaft handelt, ist für mein Beispiel irrelevant, spielt keine Rolle. Aber dass es keine Rolle spielt, ist schon signifikant für das Faktum des Pluralismus. So, meine These ist jetzt folgende. Unter den heutigen Bedingungen ist selbst die intime Partnerschaft zweier Liebender keine reine Wertegemeinschaft. Ohne die beharrliche Arbeit am Regelkonsens wird es hier nicht gehen. Rechte und Pflichten müssen ausgehandelt werden. Und am Ende des Tages muss geklärt sein, wer den Müll rausbringt. Wer etwas anderes glaubt, wird leicht zum Opfer einer sozialromantischen Kitschvorstellung, die das baldige Scheitern der Partnerschaft vorprogrammiert. Genauso wenig wie weiße Tünche ein Haus zusammenhalten kann, dessen Statik nicht stimmt. Genauso wenig können auch noch so überschießende Emotionen die Dauerhaftigkeit einer Partnerschaft verbürgen, der es an Regelkonsens mangelt. Eine gelingende Liebesbeziehung macht aus dem Partner keine siamesischen Zwillinge. Sie verschmelzt sie nicht, sie macht sie nicht homogen oder gar identisch, sondern ganz im Gegenteil. Sie verschafft ihnen Raum für eine je individuelle Entfaltung. Es geht nicht um Angleichung, es geht um Anerkennung im Sinne des jüdischen Toleranzbegriffs. Eine gelingende Partnerschaft schränkt die individuelle Freiheit nicht ein, sie reduziert sie nicht auf einen Wertekonsens, sondern sie schafft und entwickelt die individuelle Freiheit. Eine gelingende Partnerschaft gewinnt auf der Basis wechselseitiger Anerkennung, Anerkennung von Individualität, von Unterschiedlichkeit, die freie Zustimmung der Partner zur tagtäglichen Prolongierung ihrer Beziehung und ermutigt sie so in ihrem Entschluss, Gemeinsamkeit werden zu wollen.
Als Institutionenethiker bin ich jedenfalls fest davon überzeugt, dass das Scheitern vieler Partnerschaften und das damit verbundene menschliche Leid in vielen Fällen vermeidbar wäre, weil es schlicht daraus resultiert, dass wir heute in unserer modernen Gesellschaft die den Traditionen und Vorbildern der Vergangenheit ja immer schneller entwächst. Dass wir in dieser modernen Gesellschaft die jungen Menschen mit erheblichen Orientierungsdefiziten ins Leben und das heißt auch ins Liebesleben entlassen, sodass diese jungen Leute auf die Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer lebensklugen Beziehungsarbeit, wechselseitiger Anerkennung, mental und emotional schlecht vorbereitet sind. So, meine Leute, das waren die Beispiele, die wir angesprochen haben, ja, 6 Stück. Jetzt möchte ich auch auf die Gefahren Sympathien zu verscherzen und auch unbequeme Thesen loswerden. Die erste ist unmittelbar tagespolitischer Natur und betrifft die FDP, die einige von Ihnen in diesem Raum besonders interessieren wird. Die FDP, deren seit geraumer Zeit zu beobachtender Niedergang, meiner Einschätzung nach, nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass man dort in Führungskreisen offenbar gedacht hat, es reiche aus, als Wertebekenntnis die Fahne der Freiheit aus dem Fenster zu hängen, um regelmäßig über die 5%-Hürde zu kommen. Und nach meinem jetzigen Vortrag werden Sie schon verstehen, wenn ich sage, wer so denkt, dass er Politik mit Wertebekenntnissen machen kann, verabschiedet sich nicht nur vom politischen Liberalismus, sondern er verabschiedet sich ganz aus dem Politikbetrieb und muss sich dann eigentlich nicht wundern. Bitte nehmen Sie das als einen weiteren, insofern 7. Beispiel, ja, weiteren Hinweis für die Praxisrelevanz der hier vorgestellten Überlegungen. So, und jetzt nehme ich den Faden vom Anfang nochmal wieder auf und kehre zu Joachim Gauck zurück, dessen Antrittsrede als Bundespräsident mich dazu veranlasst, Sie einzuladen, gemeinsam mit mir darüber nachzudenken, worin genau der Leitbegriff des Liberalismus besteht. Das ist eine tolle Frage. Auf den ersten Blick scheint für Sie vielleicht diese Frage absurd zu sein, weil die Antwort so nahe liegt. Natürlich ist, so wird mancher versucht sein zu antworten, die Freiheit der Leitbegriff des Liberalismus. Was denn sonst? Ja? Um manches Mitglied eines Heil-Clubs wird möglicherweise an die Constitution of Liberty denken, an die Verfassung der Freiheit, also an das der Heil 1960 veröffentlicht hat. Jetzt muss ich Ihnen gestehen, ich selbst verstehe mich zwar nicht als Hayekianer, aber sogar bekennenden Hayekianern wird es schwerfallen, mich in meiner Hochachtung für das wissenschaftliche Lebenswerk von Hayeks zu übertreffen. Was man schon allein daran ablesen kann, dass ich viele Bücher über diesen Hayek geschrieben habe. Also nicht um bekennende Hayekianer zu bekehren, sondern nur um sie zu verunsichern. Mehr mag ich jetzt gar nicht beanspruchen, will ich Ihnen kurz 2 Punkte sagen. Warum Freiheit nicht der zentrale Begriff des Liberalismus ist. Erstens, dieses 1960er Buch Verfassung der Freiheit, da entwickelt Hayek eine funktionale Rechtfertigung der Freiheit, die, Stichwort Wissensverarbeitung, auch für diejenigen einsichtsvoll sein soll, denen ihre eigene individuelle Freiheit nicht als höchster Wert am Herzen liegt. Das ist eine ganz radikale These. Der Hayek sagt, ich suche nach einem Argument zugunsten der Freiheit, das auch für nicht-liberale einsichtsfähig ist. Und die will ich auf meine Seite ziehen. Und das kann ich nicht mit dem Wertebekenntnis. Das braucht was ganz anderes. 2. Punkt. Der Hayek schreibt dann in den 70er Jahren noch eine Trilogie, 3 Bände. Und der 2. Band dieser Trilogie ist ganz überwiegend dem Thema der Gerechtigkeit. Hier kritisiert der Hayek die Vorstellung sozialer Gerechtigkeit und besteht dann darauf, dass der aus seiner Sicht richtig verstandenen Gerechtigkeit eine absolut konstitutive Rolle für die Rechtssicherheit in einer Demokratie und insbesondere auch für die Funktionsweise des Marktes zukommt. Und diese Argumentationslinie wird fortgesetzt bei John Rawls mit der These, der Leitbegriff des Liberalismus und insbesondere des politischen Liberalismus sei nicht die Freiheit, sondern Rawls
1971 eine monumentale Gerechtigkeitstheorie und die gibt eine Antwort auf die Frage, wie die Werte der Freiheit, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, der Wert der Freiheit auf der einen Seite und der Wert der Gleichheit auf der anderen Seite, wie das in einer liberalen Konzeption zusammenpassen kann. Das ist die Fragestellung von diesem Rawls-Problem, das so fulminant die Philosophie des 20. Jahrhunderts verändert hat. Und so betrachtet ist es dann auch kein Zufall, dass bei dieser Fragestellung, wie kriege ich die Werte der Freiheit und der Gleichheit so zusammengedacht, dass dabei eine liberale Konzeption herauskommt, das ist eine verfassungsphilosophische Frage. Verfassungsphilosophie. Und die erteilt der Suche nach einem Wertekonsens eine Absage und redet stattdessen der Suche nach einem Regelkonsens das Wort, weil es darum geht, eine gesellschaftliche Ordnung herbeizuführen, in der unterschiedliche Werte tatsächlich gelebt werden können von den Menschen. Wenn Sie in dieser Entwicklungslinie weiterdenken, dann dreht Joachim Gauck das Rad der Entwicklung jetzt noch eine Stufe weiter in seiner Antrittsrede als Bundespräsident, indem er explizit die Frage aufgreift, wie denn jetzt Freiheit und Gerechtigkeit zusammenhängen. Und er stellt nicht nur die Frage, er gibt auch eine interessante Antwort. Er sagt ja, hier liegt kein Werte-Trade-off vor. Das heißt, wir müssen diese beiden Werte, wir reden jetzt mal über Werte, ja? Wert der Freiheit, Wert der Gerechtigkeit, die muss man aber nicht gegeneinander ausspielen, sondern diese beiden Werte dingen sich wechselseitig. Ich halte das für eine sehr kluge Antwort und will Ihnen dazu noch zwei Hinweise geben. Der erste Hinweis ist, dass es ohne Freiheit keine Gerechtigkeit geben kann, hat eine große Tradition und kann man bei Walter Eugen nachlesen, Begründer von Ordolliberalismus in Deutschland. Umgekehrte Position. Dass es ohne Gerechtigkeit keine Freiheit geben kann, kann man, ob Sie es glauben oder nicht, ausgerechnet bei Friedrich August von Hayek nachlesen. Das steht in diesem zweiten Band der Trilogie Law, Legislation and Liberty. Hayek vertritt in dieser Trilogie übrigens auch explizit die Auffassung, die ich Ihnen heute Abend vorzustellen versucht habe, nämlich, dass die moderne Gesellschaft, Zitat jetzt, nicht zielverknüpft, sondern mittelverknüpft ist. Dass sie nicht über gemeinsame Werte, sondern über gemeinsame Regeln integriert ist. Das ist eine Hayek'sche These aus den 70er Jahren. Meine Damen und Herren, damit komme ich jetzt zum Schluss. Ich habe Ihnen einige Passagen aus meinem Buch vorgelesen. Ich habe versucht, einige der grundlegenden Überlegungen zu erläutern und auch anhand von Beispielen, die Ihnen zeigen würden, dass gerade diese sehr theoretischen Überlegungen von ausgesprochen hoher Praxisrelevanz sind. Praxisrelevanz für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und lassen Sie mich jetzt zum Schluss nochmal die Hauptbotschaft formulieren. Sie lautet, so wie im 17. Jahrhundert das Toleranzprinzip im Sinne der goetheschen Anerkennung zum Leitbegriff des Liberalismus wurde, genauso avanciert heute das Konsensprinzip zum Leitbegriff des Liberalismus, des politischen Liberalismus. Allerdings nicht in der Version eines Wertekonsenses, wie man es jeden Tag in der Zeitung lesen kann und wie es einem aus dem Fernsehen entgegenscheint, sondern in der Version eines Regelkonsenses. Und ich will, um da nicht missverstanden zu werden, das nochmal ganz explizit sagen, das Prinzip eines Regelkonsenses selbst ist kein Wert, sondern eine Heuristik, eine Suchanweisung. Und zwar eine Suchanweisung für den wertfreien, werturteilsfreien Umgang mit konfligierenden Werten. Und deshalb trägt mein Buch den programmatischen Titel Regelkonsens statt Wertekonsens. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben und dass Sie so nett zugehört haben. Vielen Dank. Weil es eigentlich zusammengerollte Argumentationsketten sind. Und die Werte erfüllen dann ihre Funktion, wenn man sie teilt, wenn man sich einig ist über die Werte. Denn dann können Werte
im Sinne einer abgekürzten Redeweise mit wunderbarer Funktion erfüllen. Also zum Beispiel, wenn wir in der Diskussion sind und einer redet dauernd dazwischen, dann reicht es manchmal, wenn man die Schaf anschaut oder die Stirn runzelt oder den Finger hebt. Das ist schon gut Kommunikation, weil es daran erinnert an eine Gemeinsamkeit. Und dieser Werteappell, der sich damit verbindet, erinnert nur an eine Gemeinsamkeit, die aber in der Argumentation eingeholt werden kann. Das heißt, so ein Wert ist etwas, eine zusammengerollte Argumentation, die ich im Bedarfsfall auch wieder auseinanderholen kann. Aber der Witz ist eben, dass der Wert seine Funktion nur dann erfüllt, wenn er allgemein geteilt wird und wenn die Erinnerung per Appell an den Wert ausfällt, damit alle Leute auch wissen, worum es geht. Dann sind Werte toll. Aber wenn Werte nicht mehr geteilt werden, wenn sozusagen die Funktionalitätsüberlegungen nicht klar sind, warum man sich mal auf diesen Wert sinnvollerweise geeinigt hat, oder wenn alternative Werte im Spiel sind und Werte konfliktweise aufeinander zufallen, dann hilft der Werteappell eben gerade nicht. Dann programmiert er die Diskussion nicht auf Konsens, sondern auf Dissens. Dann macht der Werteappell, diese Erinnerung an Werte, genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Dann gibt es richtig Streit. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Ein Wert und der Appell dient eigentlich dazu, eine Zweckmäßigkeitsdiskussion abzukürzen und zu verweigern, weil ich nur daran erinnere. Aber ich führe die Zweckmäßigkeitsdiskussion nicht in der Semantik des Wertes. Und deswegen ist, wenn die Werte konfliktiv aufeinanderfallen, das ein eigentliches Problem. Denn ich habe sozusagen immer die Zumutung an meinem Gegenüber in einer politischen Diskussion, ich sage Freiheit, und der andere nicht sofort weiß, warum er dem jetzt zustimmen muss. Und der sagt dann vielleicht Gerechtigkeit, dann geht der Streit los. Und der Streit ist auf der Ebene des Austausches von Werteappellen gar nicht zu lösen. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir systematisch weg von diesen Werten, wenn sie nicht mehr allgemein geteilt werden. Und dass sie nicht mehr allgemein geteilt werden, ist unhintergehbar Faktum des Pluralismus. Es gibt ganz viele Dinge, über die wir uns heute in einer modernen Gesellschaft vernünftig nicht mehr einigen können. Und dann hilft der Appell an Wert in diesen Fällen nicht mehr. Das ist das Problem. Obwohl Werte natürlich für jeden Einzelnen von uns wichtig sind und wichtig bleiben. Das ist völlig außer Frage, ja, die Ethiker von meinem Beruf her. Also ich habe nichts gegen Werte, ich habe nur etwas dagegen, dass man mit Werten Schinden übertreibt. Und das wird im politischen Prozess jeden Tag gemacht. Werte dienen eigentlich dafür, Konsens herzustellen und sie werden dauernd benutzt, um Dissens hervorzurufen. Und das ist nicht sinnvoll. Das ist jetzt kein Beispiel, das Ihnen vielleicht so richtig gehört, aber die Männer im Raum wissen jetzt sofort, worum es geht. Fußball. Da wollen wir interessante Spiele sehen. Und wir experimentieren mit Veränderung der Regeln seit Jahrzehnten, seit 100 Jahren, seit es Fußball gibt. Und wir sind immer noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben noch in diesem Jahr wiederum die Abseitsregel ein bisschen geändert. Wir haben vor ein paar Jahren in der Bundesliga eine 3-Punkte-Regel statt eine 2-Punkte-Regel. Das ist eine Regel. Die Regel sagt, eine Mannschaft, die gewinnt, bekommt 3 Punkte, eine Mannschaft, die unentschieden spielt, bekommt 1 Punkt, wer verliert, kriegt 1 Punkt. Früher hatten wir eine 2-Punkte-Regel, wer gewinnt, bekommt 2 Punkte. Früher hat es sich gelohnt, zweimal unentschieden zu spielen, war genauso gut wie einmal verlieren, einmal gewinnen. Mit der 3-Punkte-Regel ist das anders. Da ist einmal gewinnen, einmal verlieren besser als zweimal unentschieden. Wir haben das gemacht, weil wir glauben, dass die Veränderung der Regel die Spielzüge verändert. Die Spielzüge werden kanalisiert durch Spielregeln. Die an den Spielregeln, das ist eine Schraube, an der kann man drehen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Im Sport, ich weiß nicht, ob Sie Tennis vielleicht schon mal geschaut haben. Tennis, da ist es so, das berühmteste Tennisspiel ist Wimbledon. Großbritannien. Und die hatten vor ein paar Jahren das Problem, dass das Spiel zu schnell geworden ist. So schnell, dass man als Fernsehzuschauer nicht mehr genau unterscheiden kann, ob der Ball im Spiel war oder auf der Linie oder außerhalb. Und wenn man als Zuschauer es nicht mehr entscheiden kann, dann verliert es an Attraktivität. Das war jetzt für Wimbledon ein Problem. Warum? Weil die im Wesentlichen nicht von den Eintrittsgeldern im Stadion gehen, sondern von den Fernsehgeldern. Jetzt stellen Sie sich mal
Die Ausrichter des Wimbledon-Turniers rufen vor dem Beginn des Turniers alle Spieler zusammen und erklären ihnen den Sachverhalt. Das ist ganz einfach. Denn die Fernseheinnahmen sinken, sinken auch die Preisgelder, die wir bezahlen. Also seht mal zu, dass ihr ein attraktiveres Spiel für die Zuschauer habt. Ihr spielt zu schnell, spielt langsam. Insbesondere beim Aufschlag ist es ein Problem. Stellen Sie sich mal vor, was daraus geworden wäre, wenn wir den Spielern sagen, ihr müsst langsamer aufschlagen, ihr dürft nicht so schnell spielen. Hilft nicht wirklich. Ne? Was macht man stattdessen, statt dieses Appells? Man ändert die Regeln. Und da hat man jetzt eine ganze Bandbreite von Dingen, die man ändern kann. Und bei diesem Fall wurden folgende Dinge diskutiert, ernsthaft. England, traditionsversessen, Rückkehr zum Holzschläger. Weil das moderne Material, das man hat, diese Fieberschläger, diese Kunststoffschläger, die machen das Spiel. Zweite Möglichkeit, würde man gegen das Netz ein bisschen höher. Dritte Möglichkeit, wir verkleinern das Spielfeld ein bisschen. Und was man wirklich gemacht hat, ist eine Kombination der vierten und fünften Möglichkeit. Erstens, man spielt heute mit langsameren Bällen und man sät einen anderen Rasen, der ein bisschen das Spiel verlangsamt. Also Sie sehen, wir verändern die Umweltbedingungen für die Spieler. Und wir verändern jetzt nicht ihre Motivation mit einem Werteappell, sondern wir verändern die Bedingungen, unter denen sie ihr eigeninteressiertes Verhalten entwickeln. Und das ist das Geniale an den Spielregeln. Die sind die Stellschraube, an der eine Gesellschaft drehen kann, um das Verhalten von Menschen zu verändern, ohne sie als Menschen umherziehen zu müssen. Gesellschaftliche Lernprozesse. Wenn Sie sich zum Beispiel Demokratie vorstellen, ja? Das ist ja etwas, was es nicht schon seit Anfang der Menschheit gibt, sondern etwas, wo wir jetzt seit 200-300 Jahren Experimente mitmachen. Wie organisiert man Demokratie? Und da sind wir in Deutschland immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Aber wir sind in Lernprozessen, wir müssen das permanent reflektieren. Und ein Teil der Reflexionsleistung muss auch unter Front gebracht werden. Die Leute müssen wissen, wie eine Demokratie funktioniert, damit sie funktioniert. Das ist die Kunst. Diktatur funktioniert auch anders. Ja? Aber Demokratie funktioniert nur, wenn die Leute aufgeklärt sind. Und Marktwirtschaft funktioniert auch nur, wenn die Leute aufgeklärt sind. Was ein Wert ist, ist eine individuelle Zielvorstellung. Der eine will nach Hamburg, der andere will nach München. Ja? Was wir brauchen, um das zu organisieren, dass wir massenhaft individual verkaufen, ist eine Straßenverkehrsordnung, ist ein Regelsystem. Das regelt die Vorfahrt. Das regelt nicht, wohin Sie wollen. Und wir brauchen hier auch keine Abstimmung, dass Sie andere um Erlaubnis fragen, ob Sie in Hamburg dürfen, wenn Sie nach München wollen. Verstehen Sie? An diesem Beispiel sieht man so schön, dass man das völlig auseinandernehmen kann. Wertekonsens ist in diesem Sinne überhaupt nicht nötig. Sondern jeder hat seinen individuellen Wert und den kann er leben, den darf er leben. Ich ermutige das hier. Aber damit der gelebt werden kann, brauchen wir das Auseinanderdifferenzieren von zwei Ebenen. Individuelle Zielvorstellung, Wert, ich habe mein Reiseziel. Und ich will sagen, Werte sind etwas Feines, aber wir brauchen keine Einigung auf Werte, sondern wir brauchen eine Einigung auf Regeln, damit Werte individuell genügend werden.